Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Jurassic Battle. Heute steht das letzte Viertelfinale an und das wird nochmal ein richtig, richtig krasser Kampf. Denn heute kämpfen gegeneinander die beiden selbst kreierten Dinosaurier von Dr. Wu, nämlich der Indoraptor, der ja aus Jurassic World 2 sehr bekannt ist aus dem Film, und der Indominus Rex, der aus dem ersten Teil sehr bekannt ist. Und ich denke, das wird auf jeden Fall hier das Highlight schlechthin im Viertelfinale. Und ihr wisst Bescheid, wir brüten die beiden aus. Als erstes den Indoraptor. Die beiden haben wir hier nebeneinander, sind in lila markiert, weil sie halt selbst erschaffene Dinosaurier sind, so wie sie früher nicht in der Natur vorgekommen sind. Also wahre Kampfmaschinen, also perfekt hier für unser Projekt. Wir gehen in das Genom und dann drehen wir wieder viermal unser Rädchen für den Indoraptor. Das muss ich mal einmal aufrufen. So, da haben wir es. Und das drehen wir jetzt. Und dann werden wir wieder vier Zahlen ermitteln. Einmal die 10. Und mit diesen vier Zahlen werden wir dann die Modifikation hier für den Indoraptor festlegen. Die 1, die 4 und zu guter Letzt die 4 nochmal. Sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, blenden wir unser Rädchen aus. Gehen wieder hier in unser Genom von dem Indoraptor. Und dann fangen wir an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Oh, der letzte Strang, ein Angriffsstrang, schon mal sehr, sehr gut. Aber leider haben wir da die 1. Und ihr wisst, was das bedeutet. Keine Modifikation für den Indoraptor. Das ist schon mal gar nicht gut für den Indoraptor, weil er wird auf jeden Fall hier eine Verbesserung brauchen gegen den Indominus Rex. Aber er hat ja noch eine zweite Chance hier. Wir fangen wieder an zu zählen. 1, 2, 3, 4. Nochmal Angriff, aber diesmal haben wir hier was. Und zwar den vierten Strang. Oder die vierte Modifikation, Entschuldigung. 1, 2, 3, 4. Intuitives Lernen, Angriff, 12 Punkte. Immerhin hätte besser sein können. Haben wir jetzt hier modifiziert. Jetzt hat er einen Endwert von 104 im Angriff und 45 Verteidigung. Und damit geht es dann gegen den Indominus Rex, für den wir jetzt auch erstmal die beiden Modifikationen auslosen. Wie gesagt, das Ganze machen wir jetzt für den Indominus Rex auch nochmal. Und den haben wir direkt daneben an. Gehen in das Genom. Rufen unser tolles Rädchen auf. Und drehen das Ganze viermal. Dann schauen wir mal. Da haben wir die 10. Also ähnlich wie beim, oder die gleiche Zahl wie beim Indoraptor. Aber dafür die 2 diesmal. Das wird auf jeden Fall eine Modifikation sein. Die 5. Und zu guter Letzt die 8. So, habe ich mir notiert. Dann blenden wir unser Rädchen aus. Gehen in das Genom. Ah, wo haben wir es denn hier? Da. So, und dann schauen wir mal. Die 10. 1, 2, ah ne, wir fangen hier an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, der hat weniger Stränge. Also Genomstränge. Das heißt, wir sind hier bei der beim Aussehen. Okay, das ist schon mal interessant. Das ist auf jeden Fall gut für den Indoraptor, dass er hier nur eine Aussehensmodifikation bekommt. 1, 2. Also Alpin-Mustergen wird er bekommen. Bringt keinen Angriff, keine Verteidigung, nur eine äußerliche Änderung. Na gut, wenden wir an und dann fangen wir wieder an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Verteidigung. Oh, das ist sehr, sehr gut. Und davon die achte Modifikation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schneller Stoffwechsel 1.0 bringt 0 Angriff, 10 Verteidigung. Und damit hat der Indominus Rex einen Endwert von 116 im Angriff und eine Verteidigung von 44. Ist auf jeden Fall etwas besser als der Indoraptor, aber wir werden sehen, wer sich hier besser schlagen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist jetzt hier auf jeden Fall ein Kampf der Giganten. Also das sind auf jeden Fall die beiden Top-Favoriten hier, denke ich, von diesem ganzen Projekt. Einfach, weil es einfach pure Kampfmaschinen sind. Und ich würde sagen, ich bringe euch zurück, wenn ich euch verrate, wer von euch diese beiden Monster übernehmen darf. Der Indoraptor. Er ist die bisher furchterregendste Kreuzung, die Dr. Wu erschaffen hat.
Sein Genom ist eine Kreuzung aus dem Indominus Rex und dem Velociraptor. Dieser Dinosaurier wurde darauf trainiert, auf Befehl zu töten, was ihn zu einem der besten Waffen macht, die der Mensch je erschaffen hat. Alle weiteren Hintergründe seiner Schöpfung sind unbekannt. Mit einer Höhe von 2,4 Metern und einer Länge von 7,3 Metern gehörte er zu den kleineren Teilnehmern in diesem Wettbewerb. Der Indominus Rex. Was so viel wie wilder oder unzähmbarer König heißt, war Ingens erster genetisch modifizierter Dinosaurier. Obwohl er als spektakuläre neue Attraktion gedacht war, um die Besucherzahlen zu erhöhen und neue Sponsoren zu gewinnen, war er gleichzeitig Teil eines geheimen Programms zur Entwicklung von waffenfähigen Dinosauriern. Der Körperbau des Indominus Rex erinnert stark an den des Tyrannosaurus. Was man von den Armen nicht behaupten kann, denn diese sind sehr lang und kräftig und er besitzt drei Finger und einen opponierten Daumen, mit dem das Tier zupacken kann. Im Normalzustand ist seine Hautfarbe weiß, jedoch kann der Indominus Rex sich der Umgebung anpassen. Seine Maximalhöhe beträgt 4,6 Meter, er wird bis zu 15,5 Meter lang und sein Gewicht ist unbekannt. Ja Leute, wie ihr seht, sind die beiden ausgebrütet, beziehungsweise den Indominus Rex, doch jetzt sieht man ihn, er schleicht hier gerade ganz am Rand rum in den Bäumen. Der Indoraptor ist hier gerade am Wasser, die sind gerade beide fleißig am Trinken gewesen und ich würde sagen, ich verrate euch jetzt, wer diese beiden Kampfmaschinen jeweils übernehmen wird und wir fangen beim Indoraptor an, ja? Da ist der Indoraptor, er schreit hier gleich rum, trinkt ein wenig und der oder die Glückliche, der diesen Indoraptor in diesem Turnier bekommen wird, das ist Ja Banana mit dem Kommentar Hashtag Indoraptor. Ich finde ihn mega cool und im Film ist er sehr, sehr stark. Würde mich mega freuen und mach weiter so, bist echt cool. Vielen, vielen Dank, Ja Banana, und damit herzlichen Glückwunsch. Du bist der Indoraptor. Ich benenne ihn jetzt um und dann geht es hier los für dich im Turnier. Wir drücken dir natürlich alle, denke ich mal, fleißig die Daumen, dass du es hier schaffst gegen den Indominus Rex. Aber wir werden sehen. Und dann kommen wir auch schon zum Indominus Rex. Ja, hier steht das gute Stück mit dem Alpinmuster. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und bei dem Indominus Rex ist der oder die Glückliche. Kind Krumnau mit dem Kommentar Please Hashtag Indominus Rex. Als ich sie im Film sah, fand ich sie so cool und sie war auch schlau. Natürlich fand ich es gut, dass ihre Schreckensherrschaft im Film beendet wurde. Aber wieso nicht im Turnier? Deshalb fände ich es cool, wenn ich der Indominus Rex sein könnte. PS, Like ist da und Glocke aktiv. Vielen, vielen Dank, dass die Glocke aktiviert ist und der Like da ist. Also Dankeschön für deinen Support. Und herzlichen Glückwunsch, Kind Krumnau. Du bist der Indominus Rex. Er schreit hier auch schon ordentlich rum. Wir benennen ihn um. Kind Krumnau. Und dann geht's gleich für dich gegen den Indoraptor in einem Best of 3. Und wir drücken dir natürlich auch beide Däumchen. Und ich würde sagen, bis gleich. Oh, es scheint mir jetzt so, als wenn es hier jetzt gleich losgeht. Zwischen den Indoraptor und dem Indominus Rex. Der Indominus Rex hat auf jeden Fall einen klaren Größenvorteil, wie ihr sehen könnt. Aber der Indoraptor kann das wahrscheinlich wettmachen mit seiner Intelligenz. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Der Kampf startet jetzt hier auf jeden Fall. Für Ja Banana und Kind Krumnau. Und der Indorex beißt zu und trifft den Indoraptor. Aber der Indoraptor schlägt zurück. Das wird hier wirklich ein spannender Kampf, denke ich. Die beiden Werte sind auch sehr, sehr ausgeglichen.
Also, hier kann wirklich alles passieren. Und der Indoraptor, der viel, viel kleiner ist, trifft hier den Indorex nochmal. Und der ist jetzt blutüberströmt. Und bei niedriger Gesundheit. Aber er schlägt auch nochmal zurück. Und jetzt sind beide bei niedriger Gesundheit. Der Indoraptor hat 25%. Der Rex hat 42%. Also der hat noch ein bisschen mehr, aber die beiden trennen sich jetzt erstmal. Ui, 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 ui. Das wird ganz schön spannend werden, denke ich. Vielleicht sehen wir hier auch mal wieder drei... Oh. Was haben wir denn jetzt? Das ist jetzt gar nicht gut. Er ist bewusstlos geworden, weil er nicht genug zu futtern hat. Eieiei. Das ist gar nicht gut, Leute. Das können wir so nicht werten. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Der scheint wohl schon... Na, der wird wahrscheinlich einfach schneller Hunger kriegen, der Indoraptor. Und das Problem ist ja mittlerweile, ich will die halt nicht füttern, damit sie wirklich gegeneinander kämpfen. Aber wenn er dann hier umkippt, das ist echt uncool. Also, das können wir so nicht werten lassen. Ich würde sagen, den ersten Kampf müssen wir jetzt nochmal wiederholen. Also, nützt nichts. Und am besten so, dass die beiden noch ausreichend Futter haben für den Kampf. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall das Ganze nochmal neu starten. Diesen ersten Kampf, den löschen wir jetzt erstmal. Weil das können wir so leider nicht zählen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe die beiden auf jeden Fall jetzt gefüttert. Ihr seht, die Nahrung ist voll. Er geht jetzt gerade noch was trinken. Beim Indominus Rex natürlich genau das Gleiche. Der hat sich auch voll gefuttert. Ich hoffe jetzt gleich, dass die beiden nicht allzu lange brauchen, um aufeinander loszugehen, weil die haben jetzt beide keinen Hunger mehr oder sowas, aber wir werden sehen. Oh, das ist jetzt sogar direkt der Fall. Also der Hunger scheint hier gar keine Rolle zu spielen bei den beiden. Also Kampf 1 beginnt jetzt offiziell. Und jetzt werden wir ja auch einen Sieger für den ersten Kampf küren können, denke ich. Und der Indominus Rex hat hier schon mal einen Treffer gelandet. Und der Indoraptor schlägt hier aber direkt wieder zurück. Also sehr, sehr ausgeglichen. Dann kreisen sie sich. Bin sehr gespannt. Und der Indoraptor schlägt nochmal zu. Der Indominus Rex ist bei niedriger Gesundheit. Falls er jetzt hier noch einen Treffer landen kann, dann sieht das hier ganz und gar nicht gut aus für den Indominus Rex. Wer wird hier gewinnen? Ja, Banana oder Kind Krumnau? Sehr, sehr gespannt. Und der Indominus Rex schlägt auch nochmal zurück. Beide sind wieder bei niedriger Gesundheit. Beide sind blutüberströmt. Schreien sich an. Und gehen jetzt hier erstmal auseinander. Okay. Und mal schauen, wann es hier weitergeht. Oh, ich glaube, es geht jetzt hier weiter, Leute. Wir schauen mal eben die Gesundheit an. 47% beim Indoraptor und 54% beim Indominus Rex. Also ist noch relativ gleich. Also es könnte ganz schön spannend jetzt werden. Aber der Indominus Rex schaut ihn auf jeden Fall schon hier an. Und der Indoraptor hat den Kopf noch gesenkt, rennt jetzt aber auf den Indominus Rex zu. Und ich glaube, jetzt geht der Kampf hier weiter. Jetzt werden wir hier einen Sieger für den ersten Kampf küren können, denke ich. Wir werden sehen. Und der Indominus Rex schlägt nochmal zu. Damit ist der Indoraptor wieder stark angeschlagen. Schlägt aber auch wieder zurück. Jetzt sind beide bei niedriger Gesundheit. Jetzt könnte der nächste Treffer entscheidend sein. Die beiden starren sich an. Brüllen sich nochmal an. Wer jetzt trifft, und das ist der Indominus Rex, könnte hier diesen Kampf für sich entscheiden. Oh nein, die beiden gehen nochmal auseinander, Leute. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gehabt, dass Dinosaurier zweimal auseinander gehen hier. Und jetzt könnte es hier weitergehen. Die beiden gehen wieder aufeinander zu. Es ist einige Zeit jetzt vergangen. Der Indoraptor ist bei 32% und der Indominus Rex bei 42%. Also hat auf jeden Fall einen klaren Vorteil hier, der Indominus Rex. Aber es geht jetzt hier weiter. Und der Indominus Rex schlägt nochmal zu. Damit ist die Gesundheit bei 12%. Das sieht ganz und gar nicht gut aus hier. Für den Indoraptor. Sie umkreisen sich jetzt hier. Das ist super spannend hier. Und der Indominus Rex schlägt nochmal zu. Ich glaube, das könnte es jetzt gewesen sein.
Und ja, das war's auch. Für den Indoraptor. Der deutlich größere Indominus Rex, alias Kind Krumnau, holt sich hier Kampf Nummer 1. Und damit geht's in den zweiten Kampf. Wir werden sehen, ob der Indoraptor hier noch ausgleichen kann oder ob er hier aus dem Turnier ausscheiden wird. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, bis gleich. Kampf Nummer 2 beginnt jetzt hier. Wir sehen das Ganze aus der Sicht von dem Indominus Rex. Und ich bin sehr gespannt, ob der Indoraptor hier noch eine Chance hat auszugleichen oder ob der Indominus Rex das Ganze für sich entscheiden kann. Das werden wir jetzt in den nächsten Minuten erfahren. Und der Indominus Rex legt hier auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut los in diesem Kampf. Bekommt aber jetzt auch die Antwort von dem Indoraptor. Ihr seht ja, der Größenunterschied ist schon immens. Kann der kleine Indoraptor hier noch irgendwas reißen? Oder war es das für ihn? Wir werden sehen. Er schnappt hier auf jeden Fall nochmal zu. Wenn er jetzt hier noch einen dritten Treffer landen kann, dann könnte er es hier wirklich schaffen. Die umkreisen sich ganz schön. Und jetzt sind wieder beide bei niedriger Gesundheit. Und ich denke, wir wissen jetzt alle, was passiert. Die beiden trennen sich jetzt voneinander. Und ich würde sagen, ich bringe euch gleich zurück, sobald die beiden wieder aufeinander losgehen. Und es scheint jetzt hier weiterzugehen. Die beiden. Der Indominus Rex ist bei 57% Gesundheit. Und der Indoraptor jetzt nur noch bei 31% nach diesem starken Treffer. Oh, jetzt ist aber der Indominus Rex niedriger von der Gesundheit. Das wird jetzt hier wirklich, wirklich spannend werden. Wer landet hier den nächsten Treffer? Wer kann dieses Duell für sich entscheiden? Welches dieser beiden Kampfmaschinen kommt hier eine Runde weiter? Oh, der Indominus Rex landet jetzt auch nochmal einen Treffer. Ist der Indoraptor jetzt geschlagen? Nein. Die beiden gehen nochmal auseinander. Das ist wie im ersten Kampf. Also krass. Das ist so ausgeglichen hier, Leute. Also die beiden scheinen sich echt häufig gleich schwer zu verletzen und dann auseinander zu gehen. Ich glaube, es geht jetzt hier weiter, Leute. Der Indominus Rex ist bei 44%, der Indoraptor nur bei 35%. Also klarer Vorteil hier für den Indominus Rex, der ja schon 1-0 vorne ist. Kann er hier den Indoraptor aus dem Turnier schmeißt. Er trifft jetzt hier nochmal. Also das könnte es jetzt schon fast gewesen sein für den Indoraptor. Und jetzt trifft er noch einmal. Ich denke mal, das war's jetzt hier. Für den Indoraptor. Der Indominus Rex schnappt ihn hier am Kopf. Und bringt ihn hier zu Boden. Und entscheidet somit Kampf Nummer 2 für sich. Und ist damit eine Runde weiter. Der Indoraptor ist ausgeschieden. Herzlichen Glückwunsch, Kind Krumnau. Mit 45% Leben hast du es dann am Ende geschafft. Und ja, Banana, dir vielen, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. War ein wirklich, wirklich spannender Kampf. Du bist leider ausgeschieden. Trotzdem vielen, vielen Dank für alles. Und ich kann dir nur nochmal gratulieren, Kind Krumnau. Herzlichen Glückwunsch, du bist eine Runde weiter und somit im Halbfinale, wo du dann auf deinen nächsten Kontrahenten treffen wirst. Den werde ich gleich auf jeden Fall nochmal zeigen in der Tabelle. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Falls euch das ganze Projekt hier gefallen hat oder das ganze Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Haut rein, euer Dandy.